Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag und ich möchte das Video auch gar nicht so lang halten. Wir sprechen nämlich heute nur ganz kurz über Methylsulfonylmethan. Kurz auch MSM, nichts anderes als organischer Schwefel. Organischer Schwefel befindet sich in unserem Organismus 5-mal häufiger als tatsächlich Magnesium, was nur zeigt, wie wichtig es ist. Und ich glaube, es ist noch gar nicht so weit verbreitet, denn ich nehme es jeden Morgen und zeige das auch oft auf Instagram und kriege dann so viele Fragen, was das überhaupt ist und was das macht. Vereinzelt gibt es ein paar Leute, die es nehmen, was ich sehr, sehr, sehr gut finde, denn es wird auch als natürliches Heilmittel bezeichnet. Viele kennen mich ja jetzt schon ein bisschen länger und ich habe ja auch schon öfter erzählt, dass ich früher so MS-Symptome hatte. Das heißt, ich hatte super starke Migräne, Sehausfälle, Taubheitsgefühle und so weiter. Das konnte ich mit Low Carb und Keto schon gut besiegen, beziehungsweise sehr, sehr, sehr lindern. Und ja, dann habe ich angefangen, MSM zu nehmen, da meine Mama mir das gezeigt hat tatsächlich. Also ich bin nicht selbst darauf gestoßen, meine Mutter hat mir es gezeigt. Das ist jetzt das MSM vom Robert Franz, ich halte es euch einmal rein. Dann könnt ihr euch einen Screenshot davon machen. Ich bin super begeistert davon, gibt es als Pulver- und Tablettenform. Und zwar kann organischer Schwefel chronische Entzündungen lindern, chronische Schmerzen, also was wie Migräne, eben Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, super gut für die Gelenke und Knorpel, sehr gut für die Durchblutung. Es unterstützt den Kollagenaufbau, was für schöne Haut super wichtig ist. Es kann Müdigkeit entgegenwirken, den Stoffwechsel unterstützen, somit auch die Verdauung extrem. Die Wirkungsweise von MSM ist wissenschaftlich gesehen leider noch nicht ganz geklärt, deswegen gibt es keine zugelassenen Heilaussagen. Deswegen darf ich hier auch keine machen, es ist einfach nur ein Infovideo. Wie ich eben schon gesagt habe, mein MSM ist von Robert Franz. Ihr müsst ihn mal googeln oder auf YouTube schauen. Wenn man ihn das erste Mal sieht, denkt man, okay, was ist das für ein verrückter Kerl? Ich habe mir ihn aber angeschaut, meine Mama schaut ihn schon seit 2-3 Jahren. Er ist einfach super. Man muss ihm einfach mal zuhören. Ich weiß, dass er eine 60.000 Euro Strafe bekommen hat, weil er eine Heilaussage zu MSM gemacht hat. Ist ihm relativ egal, weil er trotzdem weiter Heilaussagen macht. Ihr müsst mal recherchieren. Ich möchte jetzt hier nicht so sehr auf Robert Franz, auf seine Person eingehen. Und zwar steht hier nämlich auch drauf, MSM für afrikanische Elefanten. Das hat einfach was damit zu tun, dass man ihm verboten hat, seine Nahrungsergänzungsmittel, er hat noch 1000 andere, an Menschen zu verkaufen, was ich als eine Frechheit sehe. Aber gut, meine Meinung ist jetzt hier egal. Ja, und deswegen hat er angefangen, auf seine Nahrungsergänzungsmittel zu schreiben. Für Jaguare, für Panther, für afrikanische Elefanten. Ich finde es eigentlich ziemlich witzig und Gott sei Dank kann man seine Produkte noch kaufen. Er hat nämlich auch Sachen wie Vitamin C, OPC, ganz viele Dinge in seinem Shop, die super gesund sind. Was man aber definitiv sagen kann, und das ist der wohl positivste Effekt, MSM hat absolut keine Nebenwirkungen. Und jetzt kann man sich überlegen, werfe ich mir lieber eine Ibuprofen oder Aspirin rein, wenn ich Kopfschmerzen habe, oder versuche ich es erstmal mit einem natürlichen Heilmittel. Man sollte damit langsam starten, also startet nicht wie ich mit 2 Teelöffeln, das sagt auch Robert Franz selbst. Also man steigert das Ganze und schauen, wie es wirkt, wie es hilft, ob ihr überhaupt Schmerzen habt, das weiß ich ja gar nicht. Ich glaube, dass viele Frauen an Migräne leiden und dass es vielen helfen könnte. Was ich nicht verstehe, ist, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe jedes Wochenende Kopfschmerzen oder super oft ja, rumjammern, was ja auch total unschön ist. Ich meine, Schmerzen sind schlimm und dann gebe ich diesen Tipp und es wird halt nicht umgesetzt. Ja, dann kann man halt auch nicht helfen. Also man sollte vielleicht mal diese Tipps annehmen und nicht nur zur Apotheke rennen und sich die nächste Ibuprofen reinschmeißen. Das ändert rein gar nichts. Das ändert nichts, das unterdrückt eure Schmerzen, aber die Ursache ist damit nicht bekämpft. Und es ist so, dass wir Menschen 150 Gramm organischen Schwefel in unserem Körper haben und das baut sich wohl mit der Zeit ab, je älter man wird. Und da muss man es natürlich supplementieren. Ihr könnt euch Robert Franz einfach mal auf YouTube anhören. Es ist super interessant, ihm zuzuhören. Und noch ein großer Vorteil ist dieses Riesenpack. Ich glaube, da sind sogar das sind 1 Kilogramm MSM. Das kostet 19,99 €. Also Preis-Leistung ist super. Ich bin echt begeistert von dem hier. Es ist wirklich eine Herzensempfehlung. Ich habe keine Kooperation oder so. Und das kann man auch wirklich daran erkennen, dass dieses hier fast leer ist. Und das ist noch ganz neu. Ich habe außerdem einen super krassen positiven Effekt daran gemerkt, dass meine Haare schneller gewachsen sind. Also zuerst sehe ich sie immer an den Augenbrauen. Die werden dann immer super dicht und wachsen super schnell. Und meine Nägel, also da kann ich mich echt nicht beschweren, die sind super hart und wachsen
1A und ich hatte Gelnägel vor der Corona-Zeit und ich glaube, alle Frauen wissen, wie die aussehen, wenn man sich die selber runterreißt. Wir hatten ja gar keine andere Möglichkeit und ja, wie gesagt, die sind super nachgewachsen. Ich bin super zufrieden, meine Augenbrauen wachsen toll, meine Haare wachsen dick und schnell. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Das ist so ein Vorteil, den ich auch noch mit dem MSM gemerkt habe. Falls ihr an Migräne leidet oder an Gelenkschmerzen oder Entzündungen im Gesicht oder auf der Haut oder so, probiert es auf jeden Fall einmal aus. Es kann ja nichts schaden, es kann nur helfen. Und ja, das war es auch schon mit diesem Video. Ich will gar nicht so krass darauf eingehen. Falls ihr noch Fragen dazu habt, dann meldet euch bei mir oder wie gesagt, schaut euch die Videos von Robert Franz an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!